Da kommt der große Typ also rüber und sagt, Baby, wenn meine Frau so kochen könnte wie du, wäre ich der glücklichste Mann der Welt. Also frage ich ihn, kann deine Frau denn überhaupt kochen? Und er sagt, eigentlich bin ich gar nicht verheiratet. Okay. Wie süß. Na, dann mal los, Mädchen. Genau, wirf dich ran an ihn. Niemand zu Hause. Lüg doch nicht. Keiner da. Hör auf zu lügen. Lass es einfach. Warum? Hör auf zu klopfen. Nein. Niemand zu Hause. Der lügt doch eiskalt. Überall Dreck. Nur Dreck. Leute sind Dreck. Wusstest du das? Lügner, Heuchler, Verräter. Überall. Was? Ich bin Dreck? Na, dann bist du scheiße, okay? Gut gekontert. Bist du das, Peter? Ja, bin ich. Kannst du sie nicht selbst öffnen? Schon wieder den Schlüssel verloren, was? Ja. Los, such deinen Schlüssel. Du weißt, dass ich nicht aufstehen kann, Idiot. Okay. Dann halt nicht. Verschlossen. Wir wohnten hier. Pass auf, mit wem du redest. Wer ist er? Läufst herum und hinterlässt nur dreckige Fußspuren. Du bist es, Artyom. Nicht drum, wer hinter dir alles sauber machen muss. Lass mich etwas ausruhen, ja? Ich muss bald auf Wache. Ah, okay. Der Kommunikation, den Ressourcen und so weiter gemeinsam. Hau ab, Artyom! Ja. Peter, hab ich dir nicht gesagt, dass du in der Nähe bleiben sollst? Es macht keinen Spaß, überall nach dir zu suchen. Ich mach mir doch solche Sorgen. Okay, Papa. Tut mir leid. Hallo. 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 Hallo, alles klar, nehme ich an? Yep. Zumindest geht's nicht schlecht. Könnte besser sein. Würde ich behaupten. Ich habe das Gefühl, den schon mal irgendwo gesehen zu haben. Wen? Mich? Gott, wie kann das bloß sein? Sag mir, dass er gesund ist. Hey, lass uns gehen. Tu etwas. Besorge das Geld, um Medikamente zu kaufen. Hey, fang mich doch. Artyom, bitte. Mein Sohn ist krank. Hast du nicht ein paar Patronen übrig? Ich zahle sie dir zurück, sobald ich kann. Na klar. Danke, Artyom. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Wir müssen ja unten zusammenhalten, nicht? In Zeiten wie diesen. Schau, ja, was brauchst du? Das ist ein richtiger Helm für sie. Ich hab den Patronen gegeben, kannst du mir neue geben? Geh weiter. Genau halt nicht. Es gibt eine Standardmethode fürs Eskortieren von Karawanen. Wachen auf den Wagen, weitere als Vorauspatrouille und andere hinterher. Schau dieses Stück an, ganz frisch und saftig. Ausreichend geschützt. Klingt logisch. Einmal haben wir Laden auf die übliche Weise transportiert. Zwei Mann voraus, drei in der Mitte und einer hinterher. Alles war gut, bis wir durch einen Nebentunnel mussten. Da war dieser Gestank und eine Art Nebel. Man konnte keine zwei Meter weit sehen. Also banden wir dem Hintermann ein Seil an den Gürtel, dann an die Mittelwachen und an eine der Vorauswachen, damit niemand den Nebel verloren geht. Klingt logisch. Clever. Sicherheitslinie. Ganz nach dem Lehrbuch. Scheiß auf das Buch. Deshalb erzähle ich das ja. Wir gingen los. Nach einer Strecke hing das Seil zum Hintermann plötzlich los. Wir riefen nach ihm. Nichts. Toljan, der in der Mitte ging, zog das Seil zu sich. Es schien abgebissen zu sein. Die hintere Wache weg. Keine Spur, kein Geräusch, einfach weg. Toljan starrte das Seil an, zitterte vor Angst, bis ich ihn wegzog. Selbst als wir den Tunnel verließen, sagte er kein Wort. Hat er bis heute nicht mehr getan.
Oh mein Gott! Scheiße gelaufen. Das hat nicht ein. Wenn du es sehen kannst, kannst du es auch töten. Boah, wie viel kostet das fette Geschütz hier? Die beste Waffe der Welt. Nur langsam. Ah. Sehr empfehlenswertes Ziel. Okay, so viel die haben wir nicht. Beste Waffe der Welt. Sehr mit Packs. Ausgenommen. Nee, es kostet mir zu viel. Kommen Sie schon, kaufen Sie etwas. Das ist ein Sonderfall. Es gibt auch Mengenrabatte. Gute Waffen machen einen guten Soldaten aus. Schon wieder betrunken. Steh auf, du Saufbold. Was passiert? Möchtest du auch einen Drink? Was willst du? Ein Ball? Du säufst, als ob es keinen Morgen gibt. Und es wird keins geben. Können wir Munition kaufen? Ah, nee, hier können wir normale Munition gegen Gold, gegen goldene Munition tauschen und umgekehrt. Goldene Munition ist ein Währungsmittel. Ich bin's, Artyom. Du bist es, Artyom. Lass mich etwas ausruhen, ja? Ich muss bald auf Wache. Da kannst du hier pennen bei dem Lärm. Ich habe die beste Auswahl verloren. Kunde Zufriedenheit. Jeder aus meinen Truppen tot. Sie bei einem anderen. Gott, gib mir Kraft. Ja, überstehst du schon. Letzte Woche hatten sie die gleiche Ware zu einem kleineren Preis. Ja, möchten Sie etwas? Wenn es das war, dann stehen Sie nicht länger hier herum. Gehen Sie weiter. Was mache ich denn jetzt? Wo soll ich danach suchen? Kommen wir wieder zum Geschäft. Sie werden es nicht bereuen, das garantiere ich Ihnen. Erstklassige Waren, bezahlbare Preise. Nun, ich werde darüber nachdenken. Kein Wunder. Du bist noch nicht verheiratet. Du schließt dich der Karawane an, Artyom. Jupp. Dann viel Glück. Danke dir. Du hast Metro gelesen. Hallo, Artyom. Hi. Sieh mal, ich gebe dir das Buch morgen zurück, okay? Habe es noch nicht durch. Ja, alles klar, ist ein gutes Buch. Darfst du behalten. So lange, bis du es durch hast. Das ist ein tolles Buch. Vielen Dank. Ja. Ich bringe es dir morgen zurück. Ich möchte es wirklich gerne zu Ende lesen. Darfst du. Ohne Probleme. Artyom, wo ist deine Ausrüstung? Hab ich noch nicht. Geh zur Waffenkammer und lass dich ausrüsten. Okay. Kann ich mit dir nochmal reden? Momentan nicht. Okay. Hallo, Artyom. Hi. Na. Was hältst du denn von diesem neuen Typen? Er scheint völlig inkompetent zu sein. Wer? Als wenn du als Soldat geboren wärst. Jeder kann alles lernen. Genau. Nein, nur wenn du dafür geschaffen bist. Wenn nicht, bist du für den Rest deiner Tage ein Putzmann oder so. Du hast zwei Hände, hast einen Kopf, hier ist deine Waffe und los, los, los! Keine Angst, es ist immer die gleiche alte Geschichte. Da sagst nichts mehr, wa? Hallo, Artyom. Hi. Brauchst du ein paar Waffen? Yep. Okay, schauen wir mal. Maschinenpistole, Kaliber 5,45, in der Waffenkammer hergestellt. Die Genauigkeit ist eher traurig und sie überhitzt wie die Hölle. Daher wird sie auch Bastardpistole genannt. Deswegen kriege ich die, oder was? Naja. Nutze kurze Feuerstöße, Artyom, und verschaff dir auch etwas Munition. Danke dir. Hier ist ein Universalladegerät, damit die Akkus frisch bleiben. Dankeschön. Und eine Gasmaske. Setz sie auf, wenn du durch starke Strahlung gehst. Oder, noch schlimmer, an die Oberfläche. Hoffen wir, dass wir die nicht brauchen. Armeeausgabe der Medipacks, nur für den Fall. Dankeschön. Okay, du bist ausgerüstet, mein Freund. Probier auf der Schießbahn alles aus. Versuche, deinen Kopf nicht so weit herauszustrecken, ja? Okay, schließen Sie sich der Karawane an. Kein Problem. Danke, Mann. So, wir können jetzt hier noch ein bisschen proben, aber dann verschießen wir Munition. Und das wollen wir natürlich nicht, ne? Hi. Kann immer noch nicht mit dir reden.
Meinst du, wir können irgendwann zurück an die Oberfläche? Ich habe Moskau nie gesehen, nur die alten Bilder. Moskau ist weg. Und bald werden wir auch weg sein. Und die Monster werden die Erde übernehmen. Aber es gab noch andere U-Bahnen. In St. Petersburg, Minsk, Kiew. Vielleicht haben auch anderswo Leute überlebt. Zumindest eine Weile. Aber es sind so viele Jahre vergangen. Und wir haben nichts von ihnen gehört. Die anderen Städte hatten keinen Verteidigungsring wie Moskau. St. Petersburg war so eine großartige Stadt. Die Kathedrale. Und die Admiralität mit ihrem Turm. Ich erinnere mich an die Sommernächte auf dem Nevsky Prospekt. Leute, Gelächter, Kinder mit Eis, schöne, schlanke Mädchen. Die Musik. Und die Luft so süß, dass man sie trinken konnte. Was für eine wunderschöne Welt wir zerstört haben. Ach, diese Atmosphäre in dem Spiel ist einfach traumhaft. Ach, schön. Hi, wie geht es dir, Artyom? Ganz gut. Kann ich klaren. Hi. Komm herein, Junge. Bist du bereit aufzubrechen? Gut. Du hast vermutlich gehört, dass unsere Station ein Bündnis mit Riga eingeht. Wir schicken ihnen ein paar Wagen mit humanitären Gütern. Ein paar Waffen und verschiedene Ausrüstungsgegenstände. Das ist die Ladung, die du bewachen wirst. Es ist keine sehr lange Reise und es sollte auch nicht zu schwierig werden. Okay. Artyom, noch eine Sache, bevor du gehst. Ich kann sehen, wie du zu Hunter aufschaust. Aber wie das Leben der Ranger ist anders als unseres. Sie sind leichtfertig und sogar von Natur aus gewalttätig. Man gewinnt nichts dadurch, dass man den Helden spielt. Halte dich also aus Ärger raus. Bring die Karawane zum Zielort und komm so schnell wie möglich nach Hause. Auf Wiedersehen, mein Junge. Alles ruhig! Ja. Hi. Ist das noch irgendwas? Onkel? Papa? Bruder? Naja, Bruder nicht. Papa auch nicht. Wie ist eure Situation, Männer? Ach, ich könnte hier den ganzen Tag stehen und einfach nur... Ja, dieses Bild. Wunderschön. Wunderschön. Okay, das reicht. Runter damit. Scheiße. Hi, Artyom. Hi. Wie wäre es mit einem Ferkel? Ein mächtig feines Haustier, muss ich sagen. Nicht. Nee, danke. Ich nicht. Ich will keins. Die Leute festhalten, festhalten! Ich halte sie ja schon! Ich hab dir gesagt, du sollst sie festhalten! Hab ich, hab ich! Macht ihr hier so? Nix? Du schließt dich der Karawane an? Yep. Dann viel Glück. Danke dir. Wie wäre es, wenn du uns ein wenig hilfst? Womit? Schon gut, war nur ein Scherz. Ich weiß, dass das nicht dein Job ist. Ach komm, ich hätte doch geholfen. Irgendwas zu machen. Du willst nichts von mir. Artyom! Artyom! Hierher! Beeil uns! Sei gegrüßt. Du bist also bereit aufzubrechen? Bin ich! Bist du bereit? Dann los! Wenn ich das Ding erfunden hätte, wäre ich verrückt geworden. Stell dir vor, deine Erfindung ist die Mordwaffe. Du setz dich da hin, Artyom. Und du, Eugene, setz dich da hin. Hat jemand irgendwas vergessen? Hast du jetzt endlich die Ausrüstung? Dann lass uns gehen! Hey Leute, ihr wollt nach Riga? Ja, genau. Könnt ihr mich mitnehmen? Klar, aber nicht kostenlos. Du musst dann und wann den Hebel bedienen. Geht klar. Dann los.
Was ist denn das für ein geiles Teil? Also gut, allen, die zu Hause bleiben, viel Glück und uns natürlich auch. Ich wünsche uns viel Glück. Bist du also bereit, endlich woanders hinzugehen? Ja, Artyom, endlich frei. Naja, zumindest für die Dauer der Fahrt. Es wird bestimmt Spaß machen. Ich leg mich hin. Oder gefährlich werden. Noch besser, oder? Verfolgung. Es war das erste Mal, dass ich meine Heimatstation verließ. Es machte mir Kummer, dass ich meinem Stiefvater nicht die Wahrheit gesagt hatte. Ich würde von Riga nicht direkt zurückkommen. Aber Hunter war auf mich angewiesen. Stiefvater. Da oben haben wir übrigens, da sehen wir Chase. Also oben knapp an der Mitte, wo dieser Stern ist. Da befinden wir uns gerade. Das ist nämlich die Karte von der Moskauer U-Bahn, wie sie auch im Buch abgebildet ist. Und da sehen wir halt immer, wo wir uns gerade befinden im Spiel. Finde ich ganz interessant. Wo kommst du denn her? Riga, ich mache die Runde. Kaufe Waren ein. Ich wette, dann hast du schon ein paar Orte gesehen. Ja, der Markt kommt direkt nach Riga. Und das ist bereits eine große Metro. Ich habe regelmäßig Touren zur Police gemacht, aber man braucht inzwischen viel Glück, um dorthin zu kommen. Gute Fahrt. Entweder das oder man muss von der Hanse sein. Wieso das? Die Hanse verbindet die ganze Metro und hat viele Stationen. Aber Außenseiter sind nicht willkommen. Und wenn es nicht die Hanse ist, musst du durch die Roten, die Faschisten oder die üblichen Banditen. Und die sind in letzter Zeit ziemlich übel geworden. Wenn sie nicht gegen andere kämpfen, führen sie untereinander Krieg. Mal unser Licht aufladen. Vorsicht! Genau, genau. Ja. Langsamer Jungs. Was ist los? Peter, was ist los? Eine Militärkarawane ist bei der Alexejewskaja stecken geblieben. Ein Tunneleinsturz oder so eine Scheiße. Ihr müsst den Diensttunnel nehmen, der an der Alexejewskaja vorbeiführt. Ach Mist, ich hasse diesen Tunnel. Also gut, Peter. Öffne das Tor. Es gibt keinen Grund, hier ewig stehen zu bleiben. Wieso? Was ist denn mit dem Tunnel? Na, es ist ein normaler Tunnel. Vielleicht nicht gut beleuchtet. Ich bin letzten Monat da durchgegangen und ich mag ihn einfach nicht. Die machen wir auf die Scheiße. Lass uns da durch. Gute Fahrt. Danke. Alter. Wir fahren eine Draisine und sind bewaffnet. Wir werden also ankommen. Hoffen wir es. Ich steige vorne ab. Alles klar? Alles klar. Yeah. Verdammt, tut mein Kopf weh. Wenn du mir hilfst, den Hebel zu bewegen, kommen wir schneller ans Ziel. Genau, mach mal. Okay, Eugene, hilf dem Mann. Wir sollten schneller fahren. Genau, Eugene. Acht auf dem Bereich hinter uns, Artyom. Hinter euch? Klar, helf ich. Okay. Auf diese Weise kommen wir schnell nach Riga. Wir sollten schnell von hier verschwinden. Es ist unheimlich, wenn sie hier sind. Und mir tun sie leid. Sie? Wer? War nicht mal gelandet, Scheißteil. Wen meinst du mit... Und der auch nicht. Wovon redest du da? Ja. Was ist mit dem los? Boris. 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 Hey, was... Was geschieht mit mir? Was? Oh. Oh. Mein Kopf. Artyom, was ist das? Irgendwas stimmt hier nicht. Hab ich doch gewusst. Artyom! Hierher! Wow! Oh, ich hasse diesen Tinnitus, diesen Pfeifton, ey. Der ist so extrem unangenehm.
Okay, ich bin wach. Ich bin wach. Ich bin wach. Alles cool. Ich bin wach. Ihr nicht? Steh mal auf. Werd mal wach hier. Was zum Teufel geht dir vor? Ich weiß es nicht. Scheiße. Aufwachen, Leute. Aufwachen, um Himmels Willen. Boris. Boris. Eine Ratte. Boris. Scheiße. Das ist gar nicht gut. Und da kommen noch mehr kleine Ratten. Oh Gott. Oh, oh Gott. Knallt sie ab. Ihr schießt. Ich bediene den Händler. Das Ding kriegt mich! Ja. Weg da! Das ist mein... What the... Alter! Stirb! Danke, Mann! Oh yeah! Ups! Fuck! Rat nicht so lange nach! Ich hab den doch grad voll eine reingedrückt! Schnauze. Ey, wie wär's, wenn du mal wieder wach wirst? Boris. Spar dir die Moon, Atom. Spar dir die Moon. Tu ich doch. Oh, ich hab uns gerade Ladung runtergeschossen. Au. Noch nicht jetzt. Gib mal Gas hier. Was? Ich hab den doch. Au. Au. Lass mich nicht zurück! Oh Gott! Oh yeah! Genau so und nicht anders. Das war heiß. Ich brauche etwas zu trinken. Meine Güte. Kapitel 2. Bourbon. Die Riga-Station war nur der erste Halt auf meiner Reise. Aber die Karawane fuhr nicht weiter. Bevor sich also unsere Wege trennten, tranken wir auf unser Überleben. Der Wodka ertränkte meine Furcht, allein zur Polis zu reisen, allerdings nicht. Aber dann, zu meiner Überraschung, stieß ich auf einen Partner, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Und wer das ist, sehen wir im nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Oder jetzt, direkt danach. Ich weiß es nicht, wie lange ich schon aufnehme. Von daher mache ich jetzt eh Schluss. Ich wollte eh nicht viel weiterspielen jetzt heute. Da kann ich noch ein bisschen schneiden, rendern und der ganze Scheiß. Ihr kennt's. Von daher sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Euer Steve von den Online Game Masters. Bis bald.